Liebe Schwestern und Brüder, man kann sich eigentlich nicht genug tun über diesen Zwölferkreis, den Jesus da bildet und um sich herum sammelt. Es sind ja nicht nur die Zwölf, es gehören dazu ja viele, aber er wählt ausdrücklich, wir haben das im Evangelium gehört, 12 aus. Man kann sich nicht genug tun, über diese 12 nachzudenken und die Verschiedenheit dieser 12 auf sich wirken zu lassen. Heute feiert die Kirche Simon und Judas und beide sind angetan, verwechselt zu werden. Judas mit dem Judas Iskariot, das ist natürlich nicht identisch, den können wir nicht feiern. Und Simon ist nicht Simon Petrus, sondern Simon der Zelot. Wir wissen so gut wie nichts über diese beiden Apostel. Von Simon heißt es, dass er in der Diaspora als Apostel tätig war und den Martertod, deshalb wird er oft so dargestellt, durch eine Säge erlitt. Judas oder auch Judas Kanaaneus oder auch genannt Judas Thaddäus taucht im Evangelium einmal kurz auf, als er bei den Abschiedsreden Jesu eine Frage stellt. Ganz zurückhaltend eine Frage stellt. Es ist offenbar diese Demut des Apostels, die Menschen ab dem 18. Jahrhundert dazu führt, ihn besonders anzurufen, besonders seine Hilfe zu erflehen. Obwohl so gut wie nichts bekannt ist von diesen Aposteln, werden sie nicht nur gefeiert, sondern Menschen finden hin zu ihnen. Ist das nicht merkwürdig? Oder ist es nicht großartig? Wenn wir heute gerade im Rückblick auf die vergangene Synode sehen, dass es Kardinäle gibt, die im Grunde genommen nie auftauchen, die keine Überschriften produzieren und wahrscheinlich trotzdem im Stillen vieles tun, und andere, die Pressekonferenzen halten. Irgendwie ist das im Zwölferkreis auch schon so. Natürlich hat da niemand eine Pressekonferenz gehalten. Aber es gibt solche, die mit ihrer Reaktion für die großen Überschriften sorgen, die häufig vorkommen, etwa die Donnersöhne, die sich oft einfach von ihrem Naturell in den Vordergrund spielen. Und andere, die schweigsam sind, die sozusagen hinter der Kulisse des Zwölferkreises quasi verschwinden als Persönlichkeit. Und trotzdem Stütze und Fundament der Kirche sind und möglicherweise nicht nur trotzdem, sondern gerade so. Wie viel können wir lernen über das, was Jesus mit seiner Kirche wollte und wie er sie wollte? Nicht nur die dicken Überschriften, die muss es auch geben. Es muss auch die in der ersten Reihe stehen, geben. Aber es muss eben auch die geben, die still sind, die voller Demut, aber nicht weniger wichtig, die Kirche stützen und tragen, ihr Fundament sind. Das war damals im Zwölferkreis so und das ist auch heute so. Heute, da wir vielfach in der Gefahr stehen, wenn wir über Gremien in der Kirche nachdenken, dass alle etwas zu sagen haben wollen. Alle müssen in der ersten Reihe sein und alle müssen die Leitung haben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert übrigens nirgendwo, nicht nur in der Kirche nicht. Lernen wir von Simon und Judas. Lernen wir von ihnen, von ihrer Bescheidenheit und ihrer Demut, die zugleich wichtig ist, dass die Kirche nicht ins Wanken gerät, dass sie ein gutes Fundament hat, genau in diesen 12, so unterschiedlich sie sind und so unterschiedlich wir sind. Wenn wir das bewahren, auch gerade ihr Zeugnis, sind wir genau als Kirche auf dem Weg, den Christus gemeint hat.